Zurück zu einem neuen Party Sims 4 Asylum Challenge. Oh Leute, ihr wisst nicht, was das für ein Krampf ist, war, was auch immer, diese Folge aufzunehmen. Ich habe gestern Sonntag, der 31.07. um 12 Uhr angefangen, mich darum hier zu kümmern, weil es ist ja ein neues Pack draußen. Es ist ein neuer Patch, ich habe die ganzen Mods aktualisiert und was auch immer. Und ich bin wirklich genauso wütend wie sie. Jetzt nicht mehr, aber gestern schon. Auf jeden Fall habe ich gestern um 12 Uhr angefangen, das alles hier zu machen. Wollte mit euch in die Highschool, wollte euch alles zeigen. Habe eine richtig coole Highschool rausgesucht. Habe irgendwie, keine Ahnung, Ewigkeiten gebraucht, um zu kapieren, warum mein Spiel denn die ganze Zeit hängt. Denn immer wenn ich in der Highschool, ja, immer wenn ich in der Highschool war, ist ja die Uhr komplett durchgedreht. Das heißt, wir hatten 15 Uhr, sie musste schon nach Hause, sie war gerade mal bei der Hälfte, hatte gerade mal den Morgensunterricht gemacht, blablabla. Es lag an der Schule. Kurz und knapp, es lag an der Schule. Und dafür habe ich meinen Sonntag verschwendet, denn ich saß von 12 bis halb 7, glaube ich, am PC und habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, was das soll. Ich habe, glaube ich, 5 Videos aufgenommen, wo ich euch 5-mal diese Schule gezeigt habe. Es war übrigens die Schule von PX Lombi. Vielleicht funktioniert sie bei euch. Die Schule ist, also die ist 1A, die ist, boah, die ist so schön. Aber, oh no! Aber ich habe jetzt noch eine andere Schule, die ist auch toll. Und da gehen wir jetzt heute hin. Ja, wir vergessen einfach das ganze Theater und löschen das Feuer. Hallo. Der verreckt doch gleich. Mann. Lösch das Feuer. Wir gehen zur Schule. Let's go. Ab zur Schule. Ich nehme erstmal nur Ruby mit. Weil das ist mir sonst ein bisschen too much, wenn ich jetzt alle dabei habe. Deswegen nehmen wir erstmal nur die gute Ruby mit. Bis gleich. Da, das ist jetzt die Schule. Also die ist wirklich, die ist auch schön, aber halt nicht so toll wie die von PX Lombi. Vielleicht liegt es auch nur bei mir oder liegt es an mir. Vielleicht geht es bei euch besser. Ich will es hoffen, aber ihr müsst euch mal angucken, die ist wirklich fabulös. Naja, das ist hier die Schule. Hier ist der Eingangsbereich. Dann, ich mache euch mal so eine kleine Tour. Dann machen wir aber eben die Wände runter. Also die Schule ist auch mega schön, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die hässlich ist. Hier haben wir einmal die Spinde, davon nehmen wir uns dann gleich ein. Links und rechts sind Toiletten und nochmal links und rechts ist ein Klassenraum. Mega süß. Dann haben wir hier hinten das Lehrerzimmer, so einen Wartebereich und hier einmal das Direktoriat. Dann haben wir links, wenn man hier lang geht, nochmal so einen kleinen Raum einfach, wo man sitzen kann. Hier ist so ein kleines Büro. Dann haben wir hier die Sporthalle, die ist aber sozusagen eine Etage runter, gehen wir gleich hin. Auf der rechten Seite haben wir die Cafeteria. Ich muss mich jetzt auch erstmal nochmal zurechtfinden, denn bei der anderen Schule war es alles ein bisschen anders. Mit einer Bühne direkt ausgestattet, finde ich richtig schön. Draußen haben wir auch hier ein bisschen Platz. Ist jetzt im Winter, ist natürlich ein bisschen doof, aber naja. Hier haben wir eine kleine coole Sitzecke, ein bisschen was zum Spielen und hier nochmal so einen Außenbereich zum Essen. Ansonsten haben wir hier hinten, wenn man hier hinten rausgeht, die Cheerleader-Ecke. Dann haben wir hier, ich denke, das ist der Raum vom Hausmeister. So ein bisschen so zum Werken und sowas. Und ja, hier kann er schlafen. Dann gehen wir mal eine Etage runter. So, hier ist der Raum vom Sportlehrer. Dann nochmal so ein kleines Fitnessstudio, Umkleidekabinen mit Duschen. Ja, hier nochmal so eine Box-Area und dann hier halt der Basketballplatz. Und ja, auf der rechten Seite weiß ich... Achso, stimmt, auf der rechten Seite war auch noch was. Und zwar hier ist ein weiterer Abteil der Cafeteria. Hier auch nochmal. Toiletten natürlich. Und hier ist dann so eine Chill-Out-Area. Wenn ihr dann gegessen habt oder gerade Freizeit habt, Freistunde, was auch immer. Und wenn man von da draußen nochmal, also hier hinten, runter geht, da haben wir so eine Art Fotolabor oder so, also so ein Kreativraum, würde ich das jetzt mal nennen. Und ja, gehen wir mal in die zweite Etage, denn hier gibt es auch noch was. Und zwar kommt ihr hier hoch, dann seid ihr hier wieder in diesem Aufenthaltsraum. Ihr könnt auch von da kommen. Und hier haben wir die Kursräume. Hier ist einmal der Kursraum für Musik. Hier ist einmal der Kursraum für Schach. Dann haben wir hier den PC-Kursraum und den Maler-Kursraum. Ansonsten habt ihr hier auch nochmal eine kleine Bibliothek, um schön zu lernen. Und das war es auch. Also auch eine super süße Schule. Die andere Schule...
Wie gesagt, war natürlich 1A, aber die funktioniert bei mir leider nicht. Aber vielleicht überarbeitet der gute Herr diese, oder die gute Dame, aber PX-Lombi, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, vielleicht wird sie ja dann irgendwann mal auch mal bei mir gehen. Ich hoffe es doch. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen. Hallo, wo ist die Dame, die Essen macht? Habt ihr das Pack eigentlich schon? Wenn ja, wie findet ihr es? Also ich habe es privat mit einem privaten Haushalt auch gespielt. Es ist mega. Also mir gefällt es richtig gut. Hallo, ich hätte gern Essen. Stopp, ich nehme einen Tortilla-Hotdog zum Frühstück. Hallo, wir haben morgendliche Freizeit. Ruby, wo gehst du hin? Hol dir was zu essen, wir haben Hunger. Ja, auf jeden Fall, ich habe privat ein bisschen gespielt und ich finde es mega cool. Was ich schade finde, ist, dass man im Unterricht nichts machen kann, dass man sozusagen nur zuguckt. Fände es cooler wie bei Sims 3, dass man zum Beispiel Notizen machen kann, schlafen kann, sich melden, Fragen stellen, was auch immer. Das fände ich ein bisschen cooler, aber so an sich finde ich trotzdem richtig dool. Tutul! Richtig dool. Oh, wir essen hier ganz alleine. Warum essen wir denn ganz alleine? Und warum haben wir eigentlich unsere Draußenklamotte an? Jo. Haben wir die Jacke sozusagen im Spindaufgang. Ach, apropos Spind, oh mein Gott, wir müssen uns noch einen Spind aussuchen. Wir nehmen, ich würde sagen, vielleicht einen hier hinten. Den hier. Stimmt, morgen ist der Abschlussball. Oh mein Gott, Leute, wir haben heute Highschool und Abschlussball. Ist das nicht toll? Ich brauche ein Foto. Baby, bleib sitzen. Ja, fürs Foto. Ach, es ist schon cool, es ist schon cool. Ein paar Sims habe ich auch schon umgestylt, so wie diesen guten Herrn hier. Oh, wir wollten gerade noch unseren Spind auswählen. Hier, er zum Beispiel ist ein Schnucki-Maus. Wer ist das denn überhaupt? Das ist doch dieser Harris. Ja, der wohnt irgendwo in Windenburg oder so, ne? Ja, wir gehen jetzt mal in den Unterricht. Ah, es ist so cool, es ist so cool. Ich brauche ein Foto. Es ist so cool, wie jetzt alle so in den Unterricht gehen. Natürlich nimmt sie erstmal noch hier den Spind an. Stimmt, heute sind die Prüfungen. Heute haben wir gar nichts zum Lernen. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ne? Erster Schultag und schon direkt Prüfungen. Ja, setz dich mal lieber nach hinten, da kannst du am besten spicken, meine Süße, ne? Hallo. Und du, Handy weg. Ah, hier ist noch einer. Hier ist Molly oder wie sie heißt. Dich müssen wir noch umstylen. Und dich. Und er ist auch schon umgestylt. Hi, Baby Maus. So cool. Guckt mal. Hallo. Nein, was machst du? Prüfung machen. Hallo. Setz dich und mach deine Prüfung. Was? Tu es. Sehr gut machst du das. Oh. Ein schwieriges Problem. Die letzte Frage der Prüfung ist eine Kunstfrage. Es sollen jedoch keine berühmten Kunstwerke aufgeführt werden, sondern es werden praktische Dinge abgefragt. Du sollst die verschiedenen Maltechniken aufführen und eine kleine Zeichnung anfertigen, um deine Fachkenntnisse zu demonstrieren. Können wir mal? Ich weiß es nicht. Wir machen improvisieren. Und? Ruby vertraut darauf, dass das Schicksal einhalten wird, die schwere als sie. No! Als sie auf ihre fertige Antwort starrt, weiß sie, dass sie auf keinen Fall richtig sein. Oh, Ruby! Nein, gib dir doch Mühe! Es ist so cool! Guck mal, wie sie hier sitzt und so. Ich weiß nicht, ob das hier alles so klappt. Und er hier, was sagt er? Ja, er hat ein ziemlich entspanntes Gesicht. Sie? Ja, irgendwie sind alle nicht so angestrengt gewesen. Nur Ruby war so ein bisschen. Naja. Wir haben jetzt Mittagspause. Ich würde sagen, wir unterhalten uns vielleicht mal hier mit Molly. Freundlich vorstellen. Ach Mann, wir könnten auch für die Prüfung lernen. Aber was willst du jetzt noch lernen? Du hast heute den ersten Schultag. Oh, hey. Hi, Noah. Wir können uns ja auch mit Noah freundlich vorstellen. Wir stellen uns einfach mal bei jedem Schüler vor. Oh, okay, die sind schon einfach alle weg. Ja, hi. Oh, hi. Hallo. Alles klar. Oh mein Gott, stimmt, wir können unseren Spind dekorieren. Oh, wir nehmen dunkle Akademie. Nehmen wir mal dunkle Akademie-Deko. Wie sieht das aus? Haben die anderen schon ihre Spinde? Oh, hier hat schon einer seinen Spind dekoriert. Noah. Ui, der ist aber. Wie heißt er nochmal? Jeb ist neben uns. Er hat ein Gaming. Ist das Gaming? Ja, ne? Was hat Noah? Noah hat auch Gaming. Oh, und sonst hat noch niemand dekoriert.
Why? Naja, dann dekorieren wir mal. Hallo, der ist doch gar nicht mehr da. Geh den Spind dekorieren, meine Zuckermaus. Mein Gott, was ist denn mit den Leuten hier los? Oh, cool. Können wir noch auffrischen? Zeig mal. Oh no, eine Durchsage. Hm, naja. Es frischt dich auf. Das ist sogar von innen so. Oh, wie cool. Das ist so cool. Ich habe natürlich Müll gemacht, weil das muss. Es muss einfach. Ah, ist das cool. Wir können uns ja hier, wo ich ihn jetzt sehe, Jeb, wir können uns ja auch bei Jeb vorstellen, damit wir so ein paar Leute kennenlernen und nicht immer nur in der Anstalt rumhängen. Wir haben zwar damals gesagt, wir gehen nur zweimal raus, aber jetzt müssen wir ja zur Schule gehen, also jetzt müssen wir ja mehr als zweimal gehen. Würdet ihr das eigentlich immer sehen wollen? Also wollt ihr von Montag bis Freitag immer mit zur Schule oder soll ich das für euch dann überspringen? Oh! Oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Jubi ist total verknallt in Jeb! Oh! Hallo! Ja, draußen ist so ein Schneesturm. Guckt doch mal aus dem Fenster. Es ist total verschneit. Und, ja, ich bin ja neu hier. Und... Er ist ein Vampir? Nein, Jeb! Wir haben ihn verschreckt. Wir können das aber auf Sozialhase posten, ne? Hier, guck mal, es gibt ja jetzt Sozialhase. Wir machen das mal auf. Zu Kontakten hinzufügen. Ja, wir können ja einfach mal alle zu Kontakten hinzufügen. Wie geht das? Freunde, hier, ah. Muss ich jetzt... Oh, muss ich jetzt alle einzeln anklicken hier. Ist ja nervig. Ein Moment. So, ich habe hier jetzt alle zu meinen Kontakten hinzugefügt. Und dann können wir etwas... Können wir etwas posten? Achso, hier, neuer Post. Über Orientierung posten? Über Abschlussprüfung posten? Über Mittagessen? Ja, wir können ja über Abschlussprüfung posten. Dann können wir einfach mal eine selbstsichere Story posten. Ja, die Abschlussprüfung können mir nicht die Laune verderben. Ich hab's gerockt. Ja, gute Einstellung, meine Liebe. So muss das aussehen. Oh, guck mal, der Hausmeister und die Frau hier, die Frau Direktorin. Ich weiß nicht, warum die alle so eine Uniform oder sowas anhaben. Ich habe denen eigentlich jedem eine andere Klamotte gegeben. Wir können uns ja mal hier so einfach dazusetzen. Ist es kalt hier drin? Ein bisschen kühl. Kann ich hier drauf bauen? Nee, weil dann würde ich eben einen Thermostat kaufen. Kleinen Moment. Jo, ich habe jetzt einen Thermostat gekauft. Und jetzt machen wir es hier ein bisschen wärmer. Und dann gehen wir in den Unterricht. Prüfung machen, let's go. Können wir euch eigentlich hier hin? Ach nee. Dann ist das jetzt unsere Klasse und das ist unsere Lehrerin. Okay, 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 okay. Let's go. Machen wir unsere Prüfung. Und dann gehen wir morgen zum Abschlussball. Mal sehen, wie wir so treffen werden. Ich habe das Auditorium noch nicht bearbeitet. Das wollte ich gucken, ob es klappt. So. Gib dir Mühe. Wir gucken derweil den anderen zu. Oh, sie ist auch super begeistert. Sie hebt... Ah, doch. Jetzt fängt's an. Oh ja, ja, ja. Ist ja easy, ne? Ist ja alles klar. Ja. Boah, sie freut sich richtig. Sie ist richtig froh über ihre Prüfung anscheinend. Oh, Ruby ist aber auch gar nicht so wie bei der ersten Prüfung. Ja, wir gucken mal, was die anderen machen. Er lacht einfach schon. Ich weiß nicht, ob er aus Frust lacht. Was macht er da? Oder ob er das ernst... Oh. Oh, sie lacht auch. Okay. Oh, fertig. Haben wir die Prüfung bestanden? Wie schaut's aus? Ah, wir haben jetzt Schuleende, ne? Prüfungsbericht! Die Prüfungen sind endlich vorbei. Der Tag war anstrengend. No! Und die Fragen waren richtig schwer, aber es ist vollbracht. Dank der schnellen Arbeit des Canotron MK7 wurden alle Prüfungen ausgewertet und die Ergebnisse sind da. Ruby hat einen harten Prüfungstag. Oh, sie sollte vielleicht mehr lernen. Ups, ist das jetzt schlimm? Unsere Leistung ist nur okay. Wir sind vierer Oberschülerin. Ja, okay, wir haben auch Ewigkeiten keine Hausaufgaben gemacht. Ne? So ist schon. Naja, wir quatschen hier noch ein bisschen mit Noah. Tagtraum von Schwarm. Du hast keinen Schwarm, du hast ihn gerade erst kennengelernt. Sei mal ganz ruhig. Ihr könnt ja über Interessen reden und ansonsten... Oh, hi. Wie heißt du denn? Achso, du bist noch ein Lehrer. Was ist denn hier los? Hallo, der sitzt einfach auf dem Lehrerpult. Hallo, Herr Noah. Sie sind jetzt der Lehrer? Der Lehrer kommt... Haben wir jetzt eine Fortbildung hier oder was ist los?
Okay. Sozialhase. Ashley, das Etikett kratzt. Die Musik ist laut, die Schuhe sind eng. Ich bereue es, bei Abschlussball zu sein. Ist das schlimm? Wir haben da noch gar nicht Abschlussball. Ruby, wir haben versucht, dich wegen Garantieverlängerung für deinen Kühlschrank zu erreichen. Ich habe einen Huhn und ein Ei online. Ich gebe dir Bescheid, was jetzt erst angekommen ist. Hä? Okay, wir machen einfach mal das. Also ganz check ich das noch nicht. Wir machen einen neuen Post. Über Schulkampf. Über Mittagessen. Wir machen Mittagessen. Die Energie des Tages. Ja, so sieht's aus. Oh, was machen die denn jetzt? Oh, okay. Er freut sich irgendwie sehr. Oh, Manno, ich wollte dieses, was ist das für ein Fleckding machen. Aber wir haben schon wieder Sozialhase. Was ist hier los? Ah ja, okay, Leute haben das für gut befunden. Aha. Oh, Sporttag der Cheerleading-Teams. Cheerleading-Gruppenwettkampf. Stelle die tänzerischen Fähigkeiten deines Teams unter Beweis und trage den Sieg davon. Sims mit höherer Fitnessfähigkeit zeigen kühnere Moves und erzielen höhere Punktzahlen. Sorge dafür, dass du mit den anderen Sims, mit denen du jubeln möchtest, beim Sporttag ankommst. Aha. Okay. Ja gut, können wir jetzt nicht machen. Aber dürfen wir rübergehen? Können wir hier hin? Wo ist das denn? Warte mal. Hier ist doch der Sporttag, oder? Wir gehen mal hier auf Toilette. Aber irgendwie kommt hier niemand. Warum kommt denn hier keiner hin? Ach so, da kommen die Leute. Ach, es ist so kalt und windig. Deswegen brauchen die so ein bisschen, ne? Ja gut. Wir fliegen mal dahin. Und, oh nö. Oh nö. Können wir nicht hingehen? Sollen wir... Er ist Cheerleader. Ah, wie cool. Sollen wir auch in so einen Verein, also in so einen Club beitreten, oder habt ihr da keinen Bock drauf? Also es gibt ja Football, es gibt den PC-Dings und es gibt halt Cheerleader. Aber ja, sagt mal, was ihr wollt. Mädel, du kannst dich doch nicht so anziehen. Es ist kalt. Hi. Oh no, die sprayt da was hin. Guck mal, die sind alle hier. Oh, das sind voll viele. Aber macht ihr jetzt auch hier? Ich hätte gern was gesehen. Der Abschlussball steht vor der Tür. Ja, der findet am Samstagabend statt. Das habe ich schon gesehen. Ach, guck mal, oh, die macht auch was. Wie cool. Das muss ich auch festhalten. Ja! Wow! Was ein Profi! Oh, sie hat keine Puste mehr! Ja, fein macht sie das! Du stinkst schon! Sehr gut! Ja, cool. Haben wir jetzt unser Beweis, unser Können unter Beweis gestellt? Wer seid ihr denn alle? Ui, who are you? Ui, du bist aber Boobs, ey. Wer bist du denn? Mann, ich kann doch nicht so schnell lesen. Highschool-Lehrpersonal. Ja, du kommst bestimmt gut an bei den Schülern, ne? Oh, hi, Jab. Nee, doch, Jab. Hi, Jab. Ich möchte gern Festivalkleidung, ein Cheerleader-Outfit, ein Quarterback-Shirt kaufen. Das ist ja cool. Hat sich jetzt was zu essen geholt, ja, ne? Ach man, Leute, ich glaube, wir schaffen es doch nicht, den Abschlussball heute noch zu machen. Ich habe jetzt schon 31 Minuten Aufnahme. Ich meine, das ist zwar, kommt ein bisschen was von weg, aber ich glaube, das ist uns zu lang. Sonst machen wir die Highschool, den Abschluss im nächsten Part. Da machen wir diese Woche mal eine Ausnahme. Und dann kommt heute, also für mich morgen, für euch heute, ein Part Sims 4 und... Oh, sie erzählt, wer gewonnen hat. Und am Donnerstag. Und? Wer hat gewonnen? Hot-Lehrerin, was sagen Sie? Ist ein bisschen kalt auch noch in so einem Top, ne? Aber sie hat Socken an, immerhin. Die Knöchel sind gewärmt. Ach so, die machen alle so Notizen, hä? Was machen die denn? Bei Ankündigung des Presserichters. Aha, Solo-Auftritt geben. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ach so, nee. Jetzt geht's weiter, okay? Ja. Also, Footy links, rechts. Ihr müsst das so machen. Du bist auch eine süße Maus. Wer bist du denn eigentlich? Achso, du bist, glaube ich, die in Hanford Dings da wohnt, ne? Ja. Der Cheerleader-Wettkampf ist vorbei, aber leider ist Ruby nicht unter den Gewinnern. Hä? Mit einer besseren Fitness kann sie vielleicht beim nächsten Mal eine höhere Punkte erreichen. Naja,
Anscheinend haben wir irgendwie mitgemacht. Okay, wir gehen mal nach Hause. Es ist schon ziemlich spät und wir müssen... Wow. Die kann das ja voll gut. Ruby! Doch nicht hier in voller Versammlung. Oh Gott, Mädel. Ja. Aber auf jeden Fall ist es schon ein bisschen kühl. Deswegen gehen wir nach Hause. Es ist auch schon sehr spät. Home, back home, home, home. Wir gehen jetzt erstmal duschen, weil wir stinken. Und ich glaube, dann beende ich auch diesen Part. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich glaube, ich nehme aber jetzt auch direkt im Anschluss den nächsten auf. Und ich freue mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich hoffe, ich nerv euch nicht mit dem Highschool-Content. Aber das wird jetzt leider auf euch zukommen. Denn das Werbers-Pack finde ich okay. Aber das Highschool-Pack gefällt mir viel besser. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und schreibt mir gerne rein, ob wir bei den Chili dann dabei sein sollen oder nicht. Ich weiß noch nicht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi.